بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Meine geehrten Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach über diese Ummah. Und er verglich diese Ummah, die besteht aus Millionen und Abermillionen von Menschen, von über 1 Milliarde Menschen oder 1,5 Milliarden, 1 Milliarde oder 1,5 Milliarden Menschen. Er sprach über diese Ummah und sagte oder verglich sie mit einem Körper, mit einem einzigen Körper, subhanallah. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wieder ein Körper werden, damit wir wieder zur alten Ehre und zum alten Ruhm und zur alten Herrschaft zurückkehren, liebe Geschwister. Und deswegen, inshallah, werde ich heute oder jetzt in diesem Vortrag über diese Ummah sprechen. Und ich werde diese Ummah vergleichen mit einer Fußballmannschaft, mit der besten Fußballmannschaft. Und das ist jetzt einfach so, was mir einfiel, ehrlich gesagt, und weil man da viele Vergleiche ziehen kann, finde ich, mit einer erfolgreichen Fußballmannschaft. Sagen wir mal, die beste Fußballmannschaft der Welt, ja, der Weltmeister. Wir werden über diese Ummah sprechen, als wäre es eine Fußballmannschaft und diese Fußballmannschaft ist Weltmeister. Oder Champions League Sieger, Nummer 1, weil der Prophet Muhammad sallam, beziehungsweise Allah azza wa jalla hat im Koran über diese Ummah gesprochen und hat gesagt, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Allah sagt in der dritten Sura, Surat Al-Imran, ihr seid die beste Gemeinschaft, die zu den Menschen herausgekommen ist. Und deswegen sprechen wir, inshallah, oder wollte ich den Vergleich ziehen. Weil diese Fußballmannschaft, woraus besteht diese Fußballmannschaft? Besteht diese Fußballmannschaft etwa nur aus 11 Spielern? Oder besteht sie etwa aus mehr? Oder kann sie nur die beste Mannschaft der Welt sein, wenn sie mehr als 11 Spieler ist? Und natürlich, wenn wir ein paar Vergleiche ziehen, werden wir natürlich merken, dass das nicht mit 11 Spielern gemacht ist. Ja, nehmen wir mal eine der besten Mannschaften, sagen wir mal Barcelona oder Madrid oder der FC Bayern München. Ja, eine der besten Mannschaften, sagen wir mal. Wie schaffen die das oder was machen die überhaupt? Wie funktioniert so eine Top-Fußballmannschaft? Wie können die so erfolgreich sein? Wenn man sich fragt, ja, okay, diese Fußballmannschaft besteht sie nur aus 11 Spielern, die gerade auf dem Feld spielen, die bekannt sind, die reich sind, die top spielen. Nein, sie besteht auch nicht nur aus diesen 11 Spielern, sondern diese 11 Spieler brauchen auch Ersatzspieler. Ja, also der Kader dieser Mannschaft muss natürlich weitaus größer sein, doppelt so groß. Ja, es können vielleicht nur maximal 14 oder maximal 15 eingesetzt werden mit den 11 Spielern, noch 3 Ersatzspieler zum Beispiel. Aber der Kader muss ja trotzdem größer sein. Man muss einen Ersatz oder 2 Ersatz-Torhüter haben. Man muss Ersatzspieler haben in der Defensive, Ersatzspieler haben im Mittelfeld, Ersatzspieler haben im Sturm. Ja, man muss einen größeren Kader haben, weil das Verletzungsrisiko ist natürlich groß bei so Profifußballern oder Profisportler allgemein. Manche sind halt manchmal krank, manche sind einfach verletzt, manche haben größere Verletzungen oder und müssen länger pausieren, zum Beispiel ein Kreuzbandriss oder Muskelfaserriss oder was auch immer, was auch alles passieren kann, ein Bruch, Knöchelbruch oder was auch immer, und man kann dann aussetzen. Deswegen braucht diese Mannschaft, muss sie schon von der Anzahl her groß sein, von den Spielern her. Aber diese Spieler, wir brauchen nicht nur Spieler. Diese Spieler brauchen, zu den 11 Top-Spielern, sage ich mal, braucht man auch Top-Ersatzspieler. Man braucht aber allgemein einen größeren Kader, wie wir gesagt haben. Aber wie können diese so top sein? Weil die Taktik, wenn man das den 11 Spielern überlassen würde, oder dem ganzen Kader, der ganzen Mannschaft überlassen würde, das wäre nicht perfekt. Aber wie kann es perfekt sein oder werden? Es kann perfekt sein oder werden, wenn man einen sehr, sehr, sehr guten Trainer hat. Ein Trainer, der dir die Anweisungen gibt. Ein Trainer, und ein Trainer alleine kann eventuell auch, ist manchmal, wenn er irgendwie ausrastet oder Fehler macht, wird er eventuell auf die Tribüne geschickt und er darf nicht mehr für 4 Wochen oder 2 Wochen, darf er nicht mehr auf die Ersatzbank und direkte Anweisungen geben während des Spiels. Also braucht man auch einen Co-Trainer. Also man braucht einen Trainer und einen Co-Trainer. Man braucht auch noch im Training zum Beispiel noch andere Trainer. Ja, und das könnte man auch zum Beispiel mit den Gelehrten, ja, mit den Gelehrten könnte man das eventuell so vergleichen, die Ummah erziehen,
die die Umme erziehen und die Anweisungen geben, wo es lang geht. Ja? Man braucht sehr, sehr gute Trainer, um das zu verwirklichen, um gute und gute Ratschläge zu bekommen, eine gute Taktik, weil jede Zeit ändert sich. Das Fußballspiel vor 50 Jahren ist ja natürlich ganz anders als das Fußballspiel heute. Das sieht man in der Schnelligkeit, in der Aggressivität, in sehr vielen Sachen. Ja? Sogar in der Schusstechnik, in allen Sachen hat sich alles verändert. Und so verändert sich auch die Methodik auch in der Zeit, in der man lebt. Ja, man muss halt mit der Zeit, mit der Technik, mit den Sachen mitgehen natürlich. Man kann nicht mehr, man kann nicht zum Beispiel in einem Krieg, können die kommen mal mit dem Schwert, obwohl die anderen gerade mit der Kalaschnikow schießen. Ja, und zum Beispiel. Ja, und deswegen braucht man, wie gesagt, man braucht dann Gelehrte und wahrhaftige, gute Gelehrte, die die Wahrheit sagen, die wirklich Gas geben, die arbeiten, die ihr Bestes geben. Und die müssen natürlich auch Wissen haben. Tiefes, tiefgründiges Wissen, Rabbaniyun, wie Allah sie auch in der dritten Surah Al-Imran, in der ersten Seite, beschreibt. Die sehr, sehr große Gelehrte. Und man braucht aber auch noch Co-Trainer und man braucht auch noch extra Trainer zum Beispiel für den Torwart, ja, Torwarttrainer und so weiter. Also man braucht mehrere, man braucht Top-Trainer und man braucht auch vielleicht etwas kleinere, wie zum Beispiel nicht die großen Gelehrten, aber auch Gelehrte, Wissende, Schüler, Studenten des Wissens und so weiter, die diese Mannschaft, die diese Umma führen und zeigen, den Weg zeigen, die Taktik beibringen, bestimmte Sachen beibringen, den Schülern oder den Spielern beibringen. Was man noch dazu braucht, liebe Geschwister, auch, sind natürlich auch neben diesen Trainern, braucht man auch Nachwuchs. Ja, man braucht Nachwuchs, weil diese Fußballspieler, die so top spielen, ja, wie lange spielt ein Fußballspieler in seinem Leben, sag ich mal, oder seine Topphase, sagen wir mal irgendwo zwischen 20 und 30 und irgendwo bei 15, 18, 20 fängt es an, dass man wirklich es schafft, in die Top-Liga zu kommen, in die erste Liga zum Beispiel oder so, aufzusteigen langsam und dann spielt man vielleicht von 20 bis ungefähr 30 ist man in der Topform und danach, ja, danach geht es wieder bergab, danach macht der erste Körper nicht mehr mit. Auf diesem hohen Niveau, ja, die Schnelligkeit und alles Mögliche. Dann kommt das Alter sozusagen. Beim Fußballer fängt das halt ungefähr bei 30, 32, 33 an, dann irgendwann mal bei 35 ist vorbei, ja, mit der Karriere. Weil dann machen die Beine nicht mehr mit, die Schnelligkeit nicht mehr mit und so weiter. Deswegen, und wenn diese Top-Spieler, die man erzogen hat, mit denen man so erfolgreich war, wenn die nicht mehr da sind, dann muss man einen Nachwuchs erziehen. Ja, und das machen natürlich auch die Top-Clubs, wie zum Beispiel Bayern München, FC Barcelona und so, oder früher der Ajax Amsterdam und so, die haben natürlich dann geschaut, dass die in der Nachwuchsarbeit richtig top arbeiten. Das heißt, du musst deine Kinder in der Jugend, die muss man richtig erziehen, damit man wirklich, weil du kannst so bestimmte gute Spieler, kannst du von der Jugend auf bei dir spielen lassen, die gut trainieren und so weiter. Du hast für die eigentlich nicht so viel Geld ausgegeben und auf einmal mit 18, 20 ist dieser Typ auf dem Transfermarkt 50 Millionen Euro wert. Ja, und man kann damit sehr, sehr viel entweder Geld verdienen, wenn man den verkauft, oder man kann den behalten und sehr, sehr erfolgreich sein im Großen und Ganzen. Deswegen muss auch diese Nachwuchsarbeit sein und das muss auch in der Umma sein, dass geschaut wird nach der Jugend. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallam, er hat diese Siege oder diese Herrschaft auf der Erde bekommen, nicht nur durch die Alten. Man braucht dazu die Wissenden und man braucht dazu die jungen Leute, die energievoll sind, die arbeiten, die kämpfen. Das braucht man dafür und die muss man richtig erziehen. Und die werden natürlich erzogen von den Gelehrten und ganz besonders von den Eltern, von den Erwachsenen werden diese erzogen. Und deswegen braucht man eine gute Nachwuchsarbeit. Ja, eine Nachwuchsarbeit. Und das ist halt die Nachwuchsarbeit der Kinder und der Jugendlichen, dass man auf sie viel schaut, dass man Vorbilder für sie ist und Vorbilder für sie auch hat in der Umma und denen diese zeigt und denen diese bekannt macht und dass sie auch diese Idole haben und diese Vorbilder haben. Und das sind dann natürlich in erster Linie die Propheten und dann die Sahaba und dann die großen Gelehrten und die Mujahideen und so weiter, die Umma führen und geführt haben und zu Glanz und Eroberung und Ehre gebracht haben, wie die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen ist es auch eine sehr, sehr wichtige Sache, die man nicht vernachlässigen darf oder nicht aus dem Blickwinkel sehen darf. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Botschaft an die Frauen, an die Mütter, weil viele denken, ja, die Mutter ist ja so,
Was macht die denn schon? Was kann die denn schon machen? Die hat die Kinder zu Hause und so weiter. Wallahi, die Mutter ist die nächste Generation. Die Mutter, die bringt uns die nächste Generation auf diese Erde. Von den Müttern erwarten wir das meiste. Warum? Weil je nachdem, wie deine Erziehung wird, kriegen wir entweder Leute wie zum Beispiel diese Sahaba, diese Salaf, wie Imam al-Bukhari, wie Khattab, rahimahullah, Gelehrte oder Wissende oder Kämpfer, Soldaten wie Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu und so weiter. Das sind ja nie diese Leute wurden erzogen von Müttern. Und das wissen wir ja in der Geschichte sehr oft, dass ja bestimmte, sehr, sehr viele von den größten Gelehrten dieser Umma, die sind nur mit der Mutter aufgewachsen. Und die Mutter hat die so sehr erzogen nach Gottesfurcht und auf dem Weg der Gottesfurcht und des Wissens und ist mit denen selber gereist und hat mit denen Tag und Nacht gekämpft, bis sie ja nie so wissend wurden und so nützlich für diese Umma wurden, dass jeder von denen heutzutage auch profitiert, auch noch nach 1000 Jahren. Und deswegen ist es eine wundervolle Arbeit, eine Arbeit der Ehre, die nächste Generation zu erziehen. Und das ist eine sehr, sehr große, das spielt eine sehr, sehr große Rolle für die Zukunft des Islam. Man braucht aber auch noch in dieser Umma braucht man auch noch andere Sachen, viele andere Sachen und viele, viele andere Jobs müssen erledigt werden, damit diese Mannschaft so erfolgreich ist. Und das sind zum Beispiel auch der Busfahrer, der Pilot, der diese Mannschaft zu den Auswärtsspielen fährt oder fliegt. Ja, diesen Busfahrer braucht man. Man braucht auch den Bus, ja, den Mannschaftsbus zum Beispiel. Man braucht auch einen Mannschaftsarzt, man braucht auch Mannschaftsärzte. Eine Mannschaft, die spielt oder man verletzt sich, da muss immer ein Mannschaftsarzt dabei sein. Ja? Man muss immer Ärzte dabei haben, die schauen, was da ist, was die Problematik ist bei den Spielern, die Schmerzen, die haben, etc. Untersuchen, nach Lösungen finden. Man braucht einen Masseur, man braucht auch Ärzte. Es ist nicht nur ein Fußballspiel. Dazu, damit man erfolgreich ist, braucht man sehr, sehr vieles. Das heißt, man braucht auch Wissen der Dunya. Ja, der Dunya und alles, was Wissen angeht, ist ja nie hervorragend und ist Allah Azza wa Jalla lieber. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Al-Mu'min al-Qawi, ahabbu ila Allah min al-Mu'min al-Da'if. Der starke Gläubige ist Allah lieber als der schwache Gläubige. Ja, stark und stark in allem, stark in seinem Körper, stark mit Wissen von der Dunya, Wissen, weltliches Wissen, Wissen von der Religion, stark in dass er vermögend ist, stark in Wissen, stark in allen Sachen, schlau zu sein in allen möglichen Sachen, soll er Gläubige schlau sein und stark sein. Und je stärker du bist, egal in welchen Sachen, die Allah Azza wa Jalla liebt oder die nützlich sind für die Menschen, so ist das eine Sache, die Allah Azza wa Jalla mehr liebt. Und mit der er mehr zufrieden ist. Deswegen brauchen wir auch Ärzte und Ingenieure und das, was du machst, mach das, aber sei stark darin. Sei ein Vorbild und nütze damit der Umma. Ja, und deswegen brauchen wir auch Ärzte und wir brauchen auch viele, viele andere Sachen. Leute, die stark sind in der Sprache, Leute, die stark sind im Wissen, Leute, die stark sind in anderen Berufen und so weiter, Informatik und so weiter und so fort. Andere Sachen noch, die auch noch sehr, sehr wichtig sind, man muss auch natürlich Geschäfte machen. Man muss ja die Spieler kaufen, jugendliche Spieler kaufen aus anderen Ländern, vielleicht so, ja, so Juwelen, wie man sie nennt, aus Brasilien, aus hier und da. Man schickt ja seine Leute raus und die schauen in der Nachwuchsarbeit der anderen Mannschaften, der kleinen Mannschaften, wo gibt es Top-Spieler, dann kauft man die eventuell, ja, dann bringt man die in die Mannschaft rein und so weiter. Das ist ja auch die, sagen wir mal, die Dauerarbeit, die Leute zu rufen und gute Spieler zu finden. Und man braucht immer wieder Spieler, Spieler verlassen den Verein nach Vertragsabschluss etc. Deswegen muss auch diese Arbeit gemacht werden und man muss auch natürlich eine Art, sagen wir mal, Geheimdienst haben. Man muss aufpassen auf die eigenen Spieler. Man hat auch Feinde. Man hat Feinde, zum Beispiel wollen die anderen Vereine deine Spieler, abkaufen und man hat manchmal zum Beispiel einen Vertragsabschluss oder der Vertrag geht 4 Jahre und dann nach den 4 Jahren könnte er rein theoretisch ja nicht gehen und der Spieler und aber die Mannschaft will ihn gerne behalten und die anderen Vereine wollen ihn aber gerne abkaufen und so weiter und so fort. Und deswegen man muss aufpassen, man muss ja nicht diese Arbeit haben und man muss ja nicht wissen, dass man Feinde hat, zum Beispiel die anderen Clubs, die wollen dich auch schwächen, egal wie, egal wo, die wollen selber Champions League-Sieger sein oder Weltmeister sein. Deswegen werden die, wie beim Boxen zum Beispiel, wenn dein Kontrahent merkt, du hast einen Cut, ja, am Auge zum Beispiel, du blutest irgendwo, was wird er machen, was wird er versuchen, ist zwar nicht ganz fair, aber jeder Boxer macht das so. Er wird versuchen, genau auf diesen Cut immer wieder zu schlagen, damit dieser Cut
größer wird und dann der Ringrichter den Boxkampf abbricht und dann hast du durch technischen K.O. hast du gewonnen. Ja? Das heißt, egal wie, aber du hast Gegner, du hast Feinde, du musst aufpassen. Ja? Und das ist auch damit auch gemeint, ja nee, zum Beispiel die Heuchler oder die Feinde des Islam, die ganze Zeit den Islam zerstören wollen, von innen und von außen. Man muss aufpassen. Ja, man, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, die dazugehört. Was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man weiß, dass man im Allgemeinen versuchen muss, und das muss ja die Vereinsspitze, muss natürlich versuchen, eine gute Harmonie zu haben innerhalb der Mannschaft und innerhalb des Vereins. Ja, weil man besteht aus vielen Mannschaften, man hat ja auch eine zweite Mannschaft, eine dritte Mannschaft, Jugendmannschaften etc. Man hat Trainer und Co-Trainer und man hat viele, man hat Fans etc. Man muss versuchen, das alles irgendwie harmonisch, alles in Harmonie funktionieren zu lassen, diese ganze Gemeinschaft innerhalb dieses Vereins. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man, dass die Vereinsführung danach schaut, dass alles okay ist, dass alle glücklich sind und so weiter und so fort. Das sind auch wichtige Sachen in der Umma, dass ja nie Ruhe darin ist, Wissen, und dass man ja nie, dass versucht wird, dass ja nie nicht so viel Haram unter der Umma ist, damit alles harmoniert, damit auch die Strafen nicht kommen. Wie es der Prophet Muhammad sallam oder beziehungsweise auch Allah im Koran, auch Surat Al-Imran zum Beispiel oder anderen, oder in Surat Al-Anfal, Surat Nummer 8, auch beschrieben ist. Deswegen muss man darauf achten, dass es muss doch alles gesund bleiben. Ja, diese ganze Gemeinschaft, diese Gesellschaft, die muss gesund bleiben. Ansonsten ist auch das Ganze im Großen und Ganzen wird nicht alles top funktionieren und man kann nicht auf diesem Top-Level sein. Was auch natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass man auch auf die Spieler schaut. Ja, wenn man schaut, zum Beispiel die Spieler, wenn die heiraten und eine Frau haben, Familie, Haus etc., dann ist der Spieler viel ruhiger und konzentriert sich auf das Wichtigste, ja, auf seinen Job. Aber wenn er das nicht hat, ja, wenn er zum Beispiel noch Solo ist, ja, ist ja auch manchmal bei Fußballspielern so, zum Beispiel, was wird er machen? Der ist reich, der sieht vielleicht gut aus, der ist berühmt, ist das, dann geht er in die Diskotheken, dann wird er ein Nachtleben haben, aber der Typ, der muss um 6 Uhr morgens auf der Matte sein und muss 10, 20 Kilometer laufen, joggen, sprinten, trainieren und muss Top-Leistung bringen. Aber das kann er nicht, wenn er die Nacht durchmacht und wenn er Partys macht, Alkohol, Drogen und so weiter und so fort. Deswegen müssen da schon die Älteren, sag ich mal, oder die Vereinsspitze, in dem Sinne im Fußballverein, darauf schauen. Und im Islam müssen auch die Eltern, die Gelehrte etc., die Leute darauf hinweisen, wie es der Prophet Muhammad s.a.w. gemacht hat, dass man ja nicht versucht, früh zu heiraten, um diese Haram-Sachen zu entkommen. Weil wenn man eine Haram macht und das auch noch die Massen dann in die Tat umsetzen, dann passieren natürlich diese Strafen, diese Katastrophen, die wir heutzutage auch leben, wie der Prophet Muhammad sallam gesagt hat, zum Beispiel im Hadith, wo er gesagt hat, wenn die Fawahish, Al-Fahisha wird das übersetzt, die Schändlichkeiten, Sinna, Tabarruj, dass man Sinna macht, Unzucht, das nackt rumlaufen etc., diese ganzen Sachen, wenn das verbreitet ist, So wird die Umma Strafen bekommen in der Form von Krankheiten, die nicht mal bei ihren Vorvätern bekannt war. Das ist zum Beispiel eine Strafe. Und deswegen muss man auch darauf achten, auf diese Sachen achten, auf die Jugendlichen, sehr viel auf die Jugendlichen achten. Und auch auf die Kinder und die Problematik der Kinder und die Umgebung, in der man lebt und in der man ist. Deswegen sucht die Vereinsspitze, versucht das irgendwie schon zu regeln, dass die Spieler irgendwie liiert sind, eine Frau haben oder okay, bei den Kuffar auch vielleicht eine Freundin haben oder auf jeden Fall, dass sie so fest in einer festen Beziehung sind, damit nicht diese anderen Wirkungen auf diesen Spieler treffen und der ganzen Mannschaft und dem ganzen Verein damit schaden. Ja, weil die ganze Mannschaft oder der ganze Verein hängt auch von den Taten oder von der Leistung des Einzelnen ab. Und so ist auch diese Umma. Ja? Jeder Einzelne trägt etwas zu dem Islam und für den Islam oder ist ein Baustein gegen den Islam und zerstört den Islam mit seinen Taten. Und deswegen muss man darauf schauen und darauf Acht geben und versuchen, auch darin das Beste zu geben. Dann gibt es natürlich auch vielleicht viele andere Sachen, die auch passieren. Ja, und da gibt es zum Beispiel vielleicht, sagen wir mal, Zuschauer. Ja, man nennt die ja zum Beispiel im Fußball beispielsweise den zwölften Spieler auf dem Platz. Das nennt man ja zum Beispiel, wenn man ein Heimspiel hat. Ja, wenn man ein Heimspiel hat im eigenen Stadion, dann hast du zum Beispiel 40, 50, 80.000 Zuschauer und 80, 90% davon sind deine Fans. Ja, ein Fan ist ja nicht so
sozusagen macht er nicht so viel, leistet nicht so viel in dem Sinne. Aber man merkt das zum Beispiel in den meisten Spielen, bei Heimspielen. Es ist meistens so, dass man in die Heimspiele gewinnt und die Auswärtsspiele, in den Auswärtsspielen schwächer ist. Ja, und das kann man auch eventuell auch so vergleichen, zum Beispiel, dass zum einen, dass du ja nicht zum Beispiel da in dem Land, wo du bist und so weiter, dass du darin stark bist. Und wenn man zum Beispiel lebst in einem Ort, ja, in einem Ort wie zum Beispiel Leute, Muslime, was wir auch nicht verstehen können, ja, zum Beispiel in Städten wie Amsterdam leben können, ja, ein riesen Drogencafé mit einem oder ein Bordellhaus oder ich weiß nicht, also das und so, und dann gibt es natürlich dieses Übel gibt es auch natürlich in kleineren Formen, wie auch vielerorts in Deutschland, in Frankreich und so weiter. Ja, deswegen muss man schon darauf schauen, ja, wo man lebt und so weiter und in welcher Umgebung man ist. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Sache, worauf man achten muss. Und ja, und was auch noch wichtig ist, zum Beispiel auch diese Fans, worüber ich gerade sprach, die haben auch schon einen kleinen Nutzen. Aber wenn sie, sag ich mal, der Fan, der zu Hause sitzt auf dem Sofa und guckt, von dem hast du eigentlich gar nichts. Ja, das ist ein Nichtsnutz einfach. Ja, der tut nichts. Der tut nichts für diese Mannschaft, für diese Sache, für den Erfolg. Ist er eigentlich kein, weil er kann ja auch, egal ob der Fan ist oder Feind ist, das würde dich jetzt nicht im geringsten, sag ich mal, in dem Sinne stören oder nützlich sein. Ja, außer dass vielleicht die Fernsehquote ein bisschen höher ist. Aber ansonsten, dafür kann er auch Fan sein oder Feind sein. Aber wenn er im Stadion zum Beispiel ist, im Heimspiel, wo so viele, ja, dabei sind, so ist es natürlich ein bisschen nützlich. Deswegen sagt man ja auch, dass das der 12. Spieler ist in der Fußballmannschaft. Ja, das eigene Stadion, das Heimspiel. Weil du 70.000 Fans hinter dir hast, die dich motivieren, die hinter dir stehen. Und das gehört auch zum Islam. Und deswegen yani, gibt es auch diese Hadithe, dass yani, dieses Sawad al-Muslimi, das würde yani, den schwarzen Fleck der Muslime dazugehörst. Ja, das ist eine, dass du dazugehörst. Zum Beispiel gibt es irgendwo Muslime, die für eine Sache kämpfen, die eine Sache machen, die wirklich auch nützlich ist und die auch für den Islam ist, dann sei dabei. Egal, auch manchmal, wenn du manchmal kleine Meinungsverschiedenheiten hast oder was auch immer, Hauptsache, du vergrößerst die Anzahl der Gläubigen. Vergrößere die Anzahl der Gläubigen. Nicht natürlich, wenn die auf Batel sind, nicht auch, wenn die gegen die Sünder etwas gegen den Islam, natürlich nicht, aber ansonsten versucht die Anzahl der Gläubigen immer zu stärken, ja, immer dabei zu sein. Hauptsache du stärkst die Gläubigen, auch wenn es nur mit deiner Anzahl ist. Deswegen, es ist auch nützlich, auch wenn der Nutzen noch so klein ist. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Sachen. Man muss eine gute Transfer, eine gute Politik haben, eine gute Kauf und Verkauf und sehr, sehr viele Dinge haben damit zu tun. Und wie gesagt, dieser Verein, dieser erfolgreiche Verein, er besteht nicht nur aus 11 Spielern. Er besteht aus Spielern, aus Trainern, aus Ärzten, aus Fahrern, aus Geschäftsleuten, aus Erziehern und aus Psychologen und Physiotherapeuten und. Ja, und Fans auch sogar. Ja, deswegen sei irgendwie irgendwo nützlich. Sei irgendein Bestandteil, ein großer, ein tiefer Bestandteil zu sein von diesem Verein, von diesem besten Verein. Sei alles, aber sei bloß kein Zuschauer zu Hause, vor dem Fernseher. Sei alles, nütze irgendwie diesen Verein. Sei der Arzt, sei der Finanzier, sei der Spieler selbst, sei der Ersatzspieler, sei der Trainer, sei irgendetwas Nützliches von dieser Umma, sei etwas Nützliches von dieser erfolgreichen, von der besten Fußballmannschaft dieser Welt, aber sei bloß kein Zuschauer zu Hause, vor dem Fernseher. Möge Allah also uns alle nützlich machen. Und möge Allah uns auch das richtige Verständnis geben, weil manche leider haben auch das Verständnis, oder ein falsches Verständnis, ein falsches Bild in diesem Sinne. Und sie denken halt einfach, das Fußballspiel besteht einfach nur, oder dieser Verein FC Barcelona, ich nenne das nur als Beispiel, ja, mich interessieren diese Vereine nicht, ich nenne das nur als Beispiel, dieser erfolgreiche Verein oder FC Bayern München ist stark, ist reich, ist top und so weiter und besteht aber auch nie und nimmer aus 11 Spielern. Er besteht aus viel, viel mehr. Und das muss, wenn du dann die Vereinsspitze wegnimmst, den Präsidenten oder den Trainer oder die Spieler oder die Vereinskasse oder was auch immer, dann wird das alles zerbrechen. Weil es kann nur komplett funktionieren. Und man muss auch noch eine Sache wissen, liebe Geschwister, dass diese
Verein oder die Vereinsspitze, woraus zum Beispiel der Trainer besteht, der Verein, der zweite Trainer, der Co-Trainer, der Präsident und so weiter, die können manchmal Meinungsverschiedenheiten haben. Zum Beispiel manchmal der Trainer, der will unbedingt ein Spiel mit zum Beispiel 4-4-2 aufstellen. Ja, also so wie man das im Fußball ja nie so nennt, diese Taktik, wie viele Abwehr in der Abwehr, in der Defensive 3 oder 4 Spieler zum Beispiel, im Mittelfeld 3 oder 4, in der Spitze mit einer Spitze nur oder mit 2 Spitzen oder sogar mit 3 Spitzen, je nachdem, offensives Spiel, Angriffs, mehr auf Angriff gesetzt oder ein defensiveres Spiel und so weiter. Das sind zum Beispiel verschiedene Taktiken, die es gibt, aber es gibt manchmal Meinungsverschiedenheiten. Manchmal der Trainer, der will unbedingt, und der ist befugt dazu, diese Mannschaft aufzustellen, aber der Vereinsboss, der Präsident dieser Mannschaft, ja, der findet diese Taktik eigentlich nicht gut. Und manchmal kann es Meinungsverschiedenheiten geben zwischen dem einen und dem anderen. Das Verständnis auch, und das beziehe ich auf die Religion auch. Manche Leute denken oder haben so ihre Sicht, dass, nee, du musst dann auch das machen. Oder er hat es so verstanden, dass jeder das und das machen muss, wie er es verstanden hat. Nein, manchmal versteht man die Sachen halt anders als andere. Ja? Hauptsache, man ist nützlich und man macht etwas und Allah Azza wa Jalla wird jeden zur Rechenschaft ziehen. Und Allah weiß, was jeder an Möglichkeiten hat und wo jeder seine Stärken und seine Schwächen hat. Und deswegen wird auch niemals die Vereinsspitze von FC Bayern wird niemals den Trainer als Spieler einsetzen. Ja, weil er ist zu alt oder zu, der kann gar keinen Fußball spielen, ja. Oder zum Beispiel den Vereinsarzt als Busfahrer einsetzen und den Busfahrer als Arzt einsetzen und so weiter. Nein, jeder hat seine Stärken, jeder hat seinen Job und diese Umma funktioniert nur als ein Gesamtes. Und diese Umma funktioniert nicht nur aus Dauer. Diese Umma funktioniert nicht nur aus Jihad, diese Umma funktioniert nicht nur aus Kufr bit Tagut. Diese Umma besteht in allen Bestandteilen. So wie Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, udkhulu fis-silmi kafa. Oh, die ihr glaubt, geht in den Islam komplett hinein, komplett rein, alles. Alles Islam, wir nehmen alles vom Islam, wir lehnen nichts ab. Und wir sagen nicht nur, unser Gespräch und unser Thema und unsere Gedanken ist nicht nur eine Sache im Islam. Islam besteht aus alles, aus allem. Ja, und wenn wir das Ganze nehmen und die gesamte Umma dazu nehmen und so weiter, dann werden wir inshallah erfolgreich sein. Möge Allah Azza wa Jalla uns das richtige Verständnis geben über den Islam und uns recht leiten und diese Umma zur alten Ehre und zum alten Stolz zurückführen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.